Hallo und willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Wir sind wieder am alten. Entschuldigung, ich esse gerade noch. Moment, was ist denn das? Trolli, saure Glühwürmchen. Die sind geil. Die sind nicht so süß, die sind halt sauer, wie es im Namen steht. Aber auch nicht zu sauer. Ich würde eher sagen, so weniger sauer und dafür aber nicht süß. Das mag ich. Aber wir sind jetzt im Stahlwerk. Alle warten, dass ich weitergehe. Das wird nicht passieren. Nee, wir gehen halt weiter und der Horror kann beginnen. Ein alter Helm. Aber ich muss sagen, optisch sehr schön gemacht. Wir sind unter dem Stahlwerk. Fast da. Sieht glaubwürdig aus. Hast du von dieser Nacht erzählt? Nacht? Die Nacht, als er hier war? Mit Frank Stone? Nur einmal. Ich war noch klein und er ziemlich betrunken. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Wurstzwängen. Ach Gott. Wollen wir das? Wir können ja mal nachschauen. Vielleicht finden wir etwas. Und ja, wir finden Wer etwas. Wer würde sowas hier lassen? Der Geist, das ist die Waffe, was ich in der letzten oder vorletzten Folge sagte, die dort lag. Okay. Na gut, dass wir mal nachgeschaut haben. Da drüben steht auch noch so eine Kiste. Aber das ist eher für die Sammlung, oder? Ja, ja. Oh, eins haben wir schon verpasst. Mist. Naja, was soll's. Ist halt so. Gehen wir mal weiter. Müssen wir da rein? Na dann. Hey, warte mal. Alter. Keiner kommt mit. Okay, da schauen wir uns alleine. Ich bin überzeugt von Lindas neuer Szene. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Aber wie es aussieht, ist die Linda die einzige, die überlebt hat, scheinbar. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh. Ein alter Schlüssel. Yes, vielleicht brauchen wir den für die Gusshütte. Okay, gut, dass wir nachgeschaut haben. Ich sollte zu Robert zurück. Ja, ja. Also nicht einfach stur durchlaufen, Leute, wenn ihr das zockt. Auch mal auf Abwege begeben. Jenseits der Pfade. Manchmal verstecken die Entwickler Dinge. Ist ja auch gewollt, dass man sich überall umschaut. Die Map-Designer, die geben sich ja auch Mühe. Okay, also, auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Er zeigte mir seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Oh, wow. Was hat er noch erzählt? Nur das,
Er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Entschuldigung, Mikro war aus. Wenn die reden, schalte ich immer das Mikro aus. Hier hinten ist alles zu, hier findet man nichts. Was wollte ich? Ach, ja. Du klingst enttäuscht. Nein. Nein. Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Die anderen. Ups. Die anderen, die laufen ganz stur hinter uns. Oh, hier war doch gerade was. Ach da. Unmöglich. Deine Mitte. Ist das? Wow. Kann sein, dass die echt meinem Dad gehört hat. Ja. Ich dachte, Polizisten müssen die mit ihrem Leben beschützen. Hat er sicher. Aber ich verstehe, warum er sie zurückgelassen hat. Nimm sie ihm doch mit. Er würde sich freuen. Und komplett ausrasten, weil du hier rumschleichst. So eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus? Ist es offensichtlich. Der Film, deine Arbeit als Regisseurin. Ich guck mir halt alles an, Leute. Nicht aufregen. Und du? Willst du Polizist werden wie dein Vater? Niemals. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist verflucht? Du nicht? Hör schon auf. Ein bisschen. Zumindest das, was wir über die Augustin wissen, oder wie sie heißt. Ist es nah dran. Okay, er kommt mit. Aber hier ist nichts. Schade. Ja, dann gehen wir weiter. Jetzt müssen wir doch gleich. Ich glaub, das ist es. Da oben. Warte ab. Wir müssen doch gleich da sein. Oh, last chance to turn back. Ja, hier sind wir doch reingekommen, als Kopf da zu machen. Oh, Gott sei Dank. Ja! Robert, du bist ein Genie. Gute Idee. Mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute! Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Geist von Frank Stone.
unten. Oh Gott, sie drehen schon. Und Cut. Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Mördermill. Saubere Arbeit, Leute! Wir brauchen noch eine Szene, genau. Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte? Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich hab da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Oh ja, das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Das wird furchtbar schief gehen. Yo. Kommst du? Ja. Bin gleich da. Habt ihr was gesehen? Nein, da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reime einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Runter! Erwischt. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Wohl nicht. Reime! Bonnie, ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Linda? Ach klar, für mich kann die dabei sein. Aber wir nehmen Kumpelhaft. Ich habe das Gefühl, dass Bonnie macht, was sie sich in den Kopf setzt, egal was wir sagen. Und das war's. Okay, gut. Stehen wir hier bloß rum oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Du meinst sicher unser Set. Die ist schon sehr garstig. Die Frau Regie. Ich merke mir ihren Namen immer nicht, weil die wirkt so unwichtig. Warte mal. Achso, das haben wir schon mal angeschaut. Ja, die heißeste Flamme formt den härtesten Stahl. Howard Kinsey Tester. Natürlich auch ein geiler Name, Tester. Ihr steht einfach alle im Weg. Meine Herren. Nochmal schnell umschauen. Hier muss ja irgendwo eine Kiste sein. Ja. Ach, fuck off. Nicht das, was ich suche. Aber hier vielleicht. Eine Klinke. Nee. Wo soll sie denn liegen? Oder stehen?
Voilà. Das Schloss. Da sind wir rausgekommen, dann sind wir hier lang gelaufen. Ach, ich weiß nicht, wo die Kiste ist. Verdammte Hacke. Könnte aber auch den machen. Ah, okay. Jetzt muss ich nochmal schauen, jetzt bin ich neugierig. Aber da kam man nicht ran, da war ein Zaun. Mein Gott. Ist hier drin, aber wir kommen nicht rein. Klemmt. Na okay, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Ja, ein Zoch im Lauen. Nee, na gut, dann machen wir erstmal weiter. Das ist ja alles gut und schön, aber das stiehlt uns die Zeit. Durch diese Tür kamen wir nicht rein. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwie dorthin. Hing er, sein Vater. Alles okay? Nein, ja. Nur an genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie anders. In deinen Drehort. Ich glaube, den Drehort finden die anderen schon. Aber wenn der Cop das alles mit Argus-Augen beobachtet hier. Ah. Dann verstehe ich nicht, dass er das nicht checkt. Ich hol mal schnell die Kiste. Und dann gehen wir nochmal zur Tür. Pack off, wie soll man da hinkommen? Kurzen Moment, meine Batterie von die Kopfhörer mal anstecken. So, weiter geht's. Anziehen. Aber wir können hier nichts drücken, das ist natürlich blöd. Wie soll ich denn an die Kiste herankommen? Okay. Ja, geh halt wieder hoch. Okay. Super. Okay, sowieso versperrt. Ja, dann gehen wir mal zu den anderen und reden mit Chris. Und da unten ist ja Frank vor die Hunde gegangen. Was ist denn das hier? Ist das aufgemalt? Hm. Wissen wir mit seinem Vater hoch. Falls ihr euch erinnert. Wer war jetzt Chris?
Natürlich blöd. Achso. Wir machen Folgendes. Keime, Chris, ihr startet hier. Robert und ich folgen euch. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Geht klar, Boss. Okay. Alle bereit für die Aufnahme? Licht bereit. Ton läuft. Keime? Chris? Bereit. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, dass es nicht wahr. Nun, vielleicht wär's leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair. Das hat niemand gesagt. Ich hab schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht auch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun. Und cut! Linda, das war krass! Total, genau das hat uns noch gefehlt. Wie war das Licht? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Wie war ich? Zustimmend, zögerlich. Du warst, ja. Du warst gut. Wow. Okay. Keiner von uns kann also richtig schauspielern, was? Sorry. Es war okay. Und naja, vielleicht ist es nicht deine Berufung. Ganz ehrlich, ich hasse es. Ich glaube, nächstes Mal will ich was Einfacheres probieren. Zum Beispiel Regie. Okay. Alles okay? Nicht gut. Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. So klang ich aber bestimmt nicht. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich lauf auch nicht rum und mach euch Spinner nach. Also mich machst du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht. War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging's echt 5 Stunden um den schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Bin beeindruckt. Aber mal ganz ehrlich. Was? Dachtest du echt, ich merk nicht, was du da tust? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Wo kommt das jetzt her? Warum müssen die sich jetzt so sinnlos streiten? Das ist ja komplett dumm. Willst du mit rauskommen, Bonnie? Hey, Bonnie, kannst du kurz mit mir rauskommen? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, klar. Meinetwegen. Also irgendwas passiert hier gleich. Das liegt richtig in der Luft.
Also, ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, mit dir, nicht auch mit mir. Du weißt schon. Ich finde, wir sollten das feiern. Den Moment zelebrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Der Dreh ist fertig, ja, aber wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Davon wären die Leute sicher begeistert. Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen, zur Maschinenhalle. Hey, Chris! Heilige! Was siehst du da? Etwas Gruseliges. Schwer zu beschreiben. Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen. Wow! Das ist ja mal was. Oh, oh. Oh, Mist! Was ist los? Muss an der Kurbel drehen. Moment. Gott, jetzt muss ich... Alles klar. Okay. Okay, ich film weiter. Oh. Was auch immer das war, es wird im Film richtig super aussehen. Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Finden wir es heraus. Bleibst du da jetzt stehen? Ich meine, wenn du dich raushalten willst, fein. Nein. Nein, ich komme.